Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Erik Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man in Divi den Projekte Custom Post Type ausblenden kann. Wer mehr darüber erfahren möchte, bleibt jetzt dabei. Jetzt geht's los. Ja, ihr habt es sicherlich schon gesehen, nachdem ihr Divi installiert habt, habt ihr im Backend drin einen neuen Menüpunkt, der heißt Projects, Projekte. Und dieser wird eigentlich von Divi direkt vorinstalliert, obwohl man ihn selten brauchen kann. Also ich persönlich brauche ihn wirklich sehr, sehr wenig. Wenn wir jetzt im Backend drin sind, sehen wir hier unter Kommentare wirklich diese Projects. Und das möchte ich heute ausblenden. Das geht ganz einfach, indem ich einen Befehl in die Function-PHP-Datei einfüge. Ihr könnt diesen Befehl nachher aus meinem Blog auskopieren und einfach hier dann einfügen. Und dann ist dieser Punkt weg. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Also als erstes geht ihr hier unter Design Team Editor. Dann habt ihr hier das Child Team installiert. Ich hoffe, ihr habt ein Child Team installiert, weil sonst gibt es nur Ärger. Und jetzt geht ihr hier unter die Function. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr eigentlich den Befehl aus meinem Blogpost rauskopieren und hier reinkopieren. Ich werde ihn natürlich unten auch noch verlinken. Also als erstes möchte ich ja immer eine Übersicht haben, damit ich weiß, welche Funktion was macht. Also schreibe ich einfach mal einen Titel. Custom Post Type Projekte ausblenden. Wenn ich das gemacht habe, kann ich einfach diesen Befehl hier reinkopieren und abspeichern. Da passiert noch gar nichts. Jetzt seht ihr, hier ist immer noch Project drin. Wenn ich jetzt aber die Seite, das Backend neu lade, das mache ich jetzt, indem ich auf Dashboard klicke, seht ihr, Project ist weg. So einfach geht das. Also ihr habt gesehen, Projects ausblenden ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Das ist vor allem nützlich, wenn man eine schöne Übersicht haben möchte oder Kunden hat, die überall rumklicken und dann sehr schnell verwirrt sind. Also, wenn ihr eine Frage dazu habt, schreibt sie mir unter den Kommentar. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Divi-Video. Bis dann. Tschüss, ciao.